Ein deutsches Märchen. Der alte Sultan. Es war einmal ein armer Bauer mit seiner Frau und einem Baby. Er hatte einen treuen Hund namens Sultan, der alt geworden war und alle seine Zähne verloren hatte, sodass er nicht mehr beißen konnte. Weder zum Essen noch zum Schutz. Morgen lasse ich den alten Sultan im Wald. Er ist uns nicht mehr nützlich. Seine Frau hatte Mitleid mit dem treuen Tier. Er hat uns so lange gedient und war treu. Er hat sich so lange um uns gekümmert. Jetzt sollen wir uns um ihn kümmern während seiner letzten Tage. Hey, was? Du bist keine so schlaue Frau. Er hat keinen Zahn mehr im Mund und kein Dieb hat mehr Angst vor ihm. Jetzt geht es ihm gut. Als er uns gedient hat, wurde er gut gefüttert. Jetzt habe ich kein Geld und kein Essen mehr für diesen nutzlosen Hund. Der arme Hund, der in der Nähe in der Sonne lag, hatte alles gehört und bedauerte, dass morgen sein letzter Tag sein würde. Oh nein, der Herr findet mich nutzlos. Ich muss etwas tun oder ich werde morgen obdachlos sein. Ich muss meinen Freund, den Wolf, fragen. So schlich er abends in den Wald, um seinen Freund, den Wolf, zu treffen und beklagte sich über das Schicksal, das ihn erwartete. Oh nein, das ist wirklich eine traurige Sache. Aber sei nicht traurig. Alles, was du tun musst, ist deinen Nutzen zu beweisen. Ich habe mir was ausgedacht. Was? Was? Pass gut auf. Morgen, früh am Morgen, geht dein Herr mit seiner Frau, um Heu zu holen. Sie werden ihr kleines Kind mitnehmen. Und niemand wird im Haus zurückbleiben. Wie üblich, während der Arbeitszeit legen sie das Kind in den Schatten unter die Hecke. Alles, was du tun musst, ist einfach nur da zu liegen. Und dann? Dann werde ich auftauchen und du wirst es wissen. Der Plan, den der Wolf hatte, war beängstigend, aber er spielte mit und hoffte, dass es sein Leben retten würde. Am nächsten Tag passierte alles so, wie es geplant war. Der Bauer und seine Frau arbeiteten auf den Feldern und Sultan lag neben dem kleinen Baby, wie versprochen, erschien der Wolf. Da bist du, mein Freund. Was sollen wir tun? Bell! Der Wolf trug das Baby davon und schockte Sultan und die Eltern. Schockiert von den Taten seines Freundes beginnt Sultan zu bellen und folgt dem Wolf in den Wald. Der Bauer und seine Frau sahen es von Weitem und rannten hinterher. Warte! Wo gehst du hin mit dem Baby? Der Wolf erreichte die dunkelste Seite des Waldes und blieb stehen. Sultan holte ihn ein und warnte ihn. Du kannst diesem Baby nicht schaden, solange ich lebe. Ich bin nicht hier, um das Baby zu schaden. Ich wollte deinem Herrn nur zeigen, was für ein guter Hund du bist. Nun bringe das Baby zu deinem Herrn zurück. Der wird denken, dass du es gerettet hast und dir viel zu dankbar sein, um dir etwas anzutun. Ganz im Gegenteil. Du wirst in seinem Herzen sein und sie werden dich königlich behandeln. Für immer. Der Wolf gab das Baby zurück und wünschte Sultan alles Gute. Danke, mein Freund. Du hast vielleicht gerade mein Leben gerettet. Der Bauer und seine Frau liefen schreiend in den Wald. Aber sie hörten auf, als sie sahen, wie ihr alter Sultan das Baby heil zurückbrachte. Oh, mein Freund Sultan. Bravo, bravo. Du hast mein Baby gerettet und mir gezeigt, was für ein toller Hund du bist. Der Bauer war voller Freude und streichelte den alten Sultan mit Liebe. Und du wolltest ihn verlassen. Tut mir leid, mein Freund. Du sollst mein Brot essen, solange du lebst. Geh sofort nach Hause, Liebste, und mach den alten Sultan ein feuchtes Brot, sodass er nicht beißen muss. Und bringe ihm das Kissen aus meinem Bett. Ich werde es ihm zum Drauflegen geben. Von diesem Zeitpunkt an ging es dem alten Sultan so gut, wie er es sich nur wünschen konnte. Bald danach besuchte ihn der Wolf und freute sich, dass alles so gut gelungen war. Aber er hatte eine Bitte an den alten Sultan.
Nach dem, was ich für dich getan habe, verdiene ich etwas Leckeres. Ja, sicher, mein Freund. Ich bin bereit, mein Essen jeden Tag mit dir zu teilen. Nein, ich werde mir mein Essen besorgen. Alles, was du tun musst, ist, sie mir zuzuzwinkern, wenn ich eines der dicken Schafe deines Herrn wegtrage. Was? Niemals! Ich kann meinen Herrn nicht verraten. Entschuldige, das kann ich nicht machen. Der Wolf, der dachte, dass es der Hund nicht ernst meinen konnte, kam in der Nacht herangeschlichen und wollte die Schafe stehlen. Aber der treue alte Sultan, der die Gefahr kannte, war wachsam. Und sobald er den Wolf sah, bellte er. Und der Bauer jagte den Wolf mit seinem großen Stock fort. Der Wolf musste flüchten, aber er schrie zu dem Hund: Warte, dafür musst du bezahlen. Am nächsten Morgen schickte der Wolf das Wildschwein, um den Hund aufzufordern, in den Wald zu kommen, damit sie die Sache regeln könnten. Du schuldest dem Wolf etwas und zahlst deine Schulden nicht zurück. Du musst in den Wald kommen und dich beim Wolf für die Prügel entschuldigen, für die Prügel, die er von deinem Herrn bekommen hat. Der alte Sultan wusste, dass er nicht gerufen wurde, um sich zu entschuldigen. Der Wolf wollte ihn angreifen. Der alte Sultan konnte niemanden finden, der bei ihm stand, außer eine Katze mit nur 3 Beinen. Als sie zusammen losging, humpelte die arme Katze und streckte gleichzeitig ihren Schwanz mit Schmerzen in die Luft. Oh nein, meine Beine tun weh. Oh, liebe Katze, ich werde deine Hilfe nie vergessen. Der Wolf und sein Freund waren bereits auf der gesagten Stelle. Aber als sie ihren Feind kommen sahen, dachten sie, er bringt einen Säbel mit, denn sie hielten den ausgestreckten Schwanz der Katze für so einen. Oh nein, wo hat der alte Schurke Sultan einen Säbel gefunden? Ich bin sicher, dass er dich angreifen will. Und da ist auch eine Katze. Was macht sie? Als das arme Tier auf seine 3 Beine sprang, dachten sie jedes Mal, dass er einen Stein aufhob, um auf sie zu werfen. Oh, ich glaube nicht, dass wir diesmal gewinnen können. Ich würde mich verstecken. Ich auch. Ängstlich kroch das Wildschwein in das Unterholz und der Wolf sprang auf einen Baum. Als der Hund und die Katze ankamen, wunderten sie sich, dass niemand zu sehen war. Ich kann niemanden sehen. Das Wildschwein hatte sich jedoch nicht ganz verstecken können. Und eins seiner Ohren war zu sehen. Während die Katze genauer hinsah, bewegte das Wildschwein sein Ohr. Miau, aber ich kann eine Maus. Die Katze, die dachte, dass es eine Maus war, die sich dort bewegte, rang darauf und biss zu. Das Wildschwein schrie ängstlich und rannte schreiend weg. Lass mich in Ruhe. Der Schuldige ist auf dem Baum. Überrascht schauten der Hund und die Katze hoch und sahen den Wolf, der sich schämte, sich so zu fürchten. Was machst du da oben, mein Freund? Miau, verstecken vor Angst, oder nicht? Der Wolf kletterte runter und war beschämt, ein schlechter Freund zu sein und noch mehr ängstlich zu sein. Aber der alte Sultan umarmte ihn und nahm seine Angst. Mach dir keine Sorgen. Ich werde meinen Freund nicht verletzen. Der Wolf lernte seine Lektion und befreundete sich wieder mit dem Hund.